Hallo, ich bin Seppel und heute habe ich euch mein allererstes Mock mitgebracht, das ich auf Rebrickable veröffentlicht habe. Es handelt sich um ein B-Modell für das Set 21133, die Lego Minecraft Hexenhütte von 2017. Aus den Teilen dieses Sets habe ich ein Minecraft Schiffswrack sowie eine Schatzinsel gebaut. In der Minecraft Schatzsuche kommt das Schiffswrack natürlich zuerst vor. Vorbild hierfür war das Piratenschiff aus dem Set 21152 von 2018. Allerdings habe ich mich etwas näher an das Minecraft-Vorbild gehalten. So hat dieses Schiff einen Mast mehr und keine Segel. Einiges ist aber auch sehr ähnlich. So ist zum Beispiel eine Flasche an Bord und wir haben eine Planke, die man ein- und ausfahren kann. An Deck ist jede Menge Platz für Minifiguren. Am Heck des Schiffes befindet sich ein Ruder und auch ein kleines Beiboot ist enthalten. Aber kommen wir zur Schatzsuche. Diese startet in Minecraft normalerweise mit einer Schatzkarte, die man an Bord eines Schiffswracks findet. Anschließend sucht man die Stelle, die auf der Karte markiert ist und fängt an zu graben. In meinem Modell muss man nur an der Rückseite an einem Knopf drehen, dadurch öffnet sich eine Klappe und der Schatz kommt zum Vorschein. In der Schatzkiste findet man das Herz des Meeres, hier durch den transparent blauen Minifigurenkopf dargestellt, und ein paar Eisennuggets. Den Schatz kann man bequem an Bord des Schiffes platzieren. Wer etwas Fantasie hat, segelt anschließend mit dem Schiff davon. Ganz und gar nicht zufrieden mit dem Modell ist natürlich die Hexe. Das sieht man ihr deutlich an. Eines Tages wird sie sich für ihr verlorenes Zuhause rächen. Neben dem Schiff gefällt mir an diesem B-Modell besonders gut, dass ich für die Insel ein anderes Biom umsetzen konnte. Auch die Funktion mit der Klappe ist mir, wie ich finde, sehr gut gelungen. Den Link zur kostenlosen Anleitung für beide Modelle findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt viel Freude damit. Bis bald, euer Seppel.